Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Als Hoffmann von Fallersleben das Lied der Deutschen dichtete, war Deutschland keine Nation, keine rechtsstaatliche Demokratie und Frauen hatten keine Bürgerinnenrechte. Der gesamte Kontext ist ja hier schon weitlich auch dargestellt worden. Und das ist eben auch der historische Kontext des Liedes der Deutschen. Und heute ist Deutschland natürlich und erfreulicherweise und von niemandem angezweifelt eine rechtsstaatliche Demokratie. Wir sind auch eine Nation. Und Frauen sind wahlberechtigte Staatsbürgerinnen, genauso gleichberechtigt wie Männer eben auch. Im Lied der Deutschen allerdings, wovon die dritte Strophe die Nationalhymne ist, finden sich Frauen im gesamten Lied nur in der zweiten Strophe, und zwar im Kontext von Wein und Sang und Treue und eben nicht als bürgerliche Subjekte. Und Nationalhymnen, das ist ja auch schon dargestellt worden, dienen eben auch der Identitätsstiftung. Sie sind auch Ausdruck von Identität, aber Identitäten von Ländern, aber eben auch den Menschen, die diese Gemeinschaft ausmachen, sind ein steter Prozess und sie sind ein konstanter Prozess. Und natürlich sind sie auch konstantem Wandel unterworfen und nicht zuletzt die wechselvolle Geschichte, die hier auch bereits dargestellt worden ist. Das Lied der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben zeigt ja exemplarisch, wie wechselvoll Geschichte ist und wie wechselvoll auch die Konnotationen sind, die auch ein einzelnes Lied mit dem gleichen Text immer wieder haben kann. Und Gesellschaften im Wandel, und damit ist natürlich auch erlaubt zu fragen, ob der Text einer Nationalhymne jeweils noch zeitgemäß ist, ob sie dem entspricht, wie wir die Gesellschaft verstehen und wie wir uns gemeinsam identifizieren. Und im Übrigen ist das natürlich auch erlaubt über die Frage der Geschlechtergerechtigkeit hinaus. Das ist gar keine Frage. Und sehr geehrte Damen und Herren, Österreich hat ja unzweifelhaft neben großen Söhnen auch große Töchter. Und die Frage von gesellschaftlichen Entwicklungen und vielleicht auch Veränderungen haben Österreich und Kanada eben entsprechend für sich beantwortet, indem sie ihre auch historisch überlieferten Texte überarbeitet haben und veränderten gesellschaftlichen Realitäten angepasst haben. Für mich ergibt sich daraus, kann und darf man über Nationalhymnen und über ihre Texte, auch wenn sie historisch überliefert sind, diskutieren? Natürlich darf man das. Braucht es dazu diesen Antrag? Das braucht es ganz sicher nicht. Dankeschön.